Willkommen zum sechsten Video in der Videowoche und wir sprechen heute über ein Serum, mit dem ich nicht ganz so happy bin. Es ist ein wunderbares Serum, versteht mich nicht falsch. Und das, was ich heute sage, hängt einzig und allein mit meinem Komfort zusammen, mit meiner Haut, so wie es halt für mich auf meiner Haut funktioniert. Ich habe heute einen leichten Hustenkrampf. Ich weiß auch nicht, was los ist. Irgendwas kitzelt mich im Hals. Kann sein, dass in dem Video das der ein oder andere Katze ist. Tut dir wirklich leid. Du findest unter dem i eine Playlist mit allen Videos, die ich in der Woche vorgestellt habe. Da gibt es noch eine zweite Playlist von meiner ersten Videowoche, die echt gut gelaufen ist. Vielleicht hast du Bock, da mal reinzugucken. Gleichzeitig werde ich dir mal, wenn ich die Inhaltsstoffe schon behandelt habe im Faktencheck, werde ich die dir auch mal unter das i packen. Ich werde im neuen Jahr definitiv mal wieder häufiger so Faktenchecks, also so Fußnoten für andere Videos drehen. Das ist halt super geschickt, irgendwie um mal in ganz kurzer, oberflächlicher Art und Weise Inhaltsstoffe halt wirklich für andere mal kurz vorzustellen. Was kann der, was macht der und so weiter. Ich muss anfangen mit meinem Hauttyp, weil sonst versteht man nicht, warum ich mit dem Produkt nicht ganz so zurecht komme. Ursprünglich dachte ich auch, man könnte das mit dem Balea-Serum vergleichen, das, was ich Anfang der Woche vorgestellt habe, aber es ist echt zwei paar unterschiedliche Stiefel, kann man wirklich sagen. Wobei dieses Serum tatsächlich für die Jahreszeit auch für meine Haut besser wäre. Aber es ist halt komforttechnisch mag ich es nicht so wirklich. Das hängt halt damit zusammen. Ich habe eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht. Ich bin 43 und jemand, der halt eben eine fettige Haut hat, der cremt sich nicht so gerne mit was Fettigem ein. Und das jetzt noch nicht mal ein Eincreme. Aber ich habe von der Konsistenz her halt immer das Gefühl, dass es halt wie eine Creme ist. Und ich würde das echt für jemand, der dem das ausreicht, würde ich das auch als Creme bezeichnen. Ich mag es nicht so als Serum, wirklich nicht. Also ich habe es jetzt auch wieder draufgepackt an anderen Körperstellen wie im Dekolleté oder am Hals oder am Handrücken. Funktioniert das bei mir ganz gut, lustigerweise. Aber im Gesicht habe ich das Gefühl, das ist total speckig anfänglich. Irgendwann geht's dann schon, ne? Weil ich gebe ja dann ja auch die Sonnencreme drauf danach. Aber ich habe halt immer das Gefühl, gerade am Morgen, wenn ich dann noch die Sonnencreme drauf packe, das ist ein Müh zu viel für mich. Wobei, wie gesagt, jetzt im Winter, das ja gar nicht so schlecht ist, weil so kannst du schön deine Feuchtigkeit im Gesicht einschließen. Ich werde das hin und wieder immer mal wieder gefragt, wie die Reihenfolge ist, wie ich was anwende. Und so eine Creme oder so eine fettige Basis ist halt immer gut, um eben die Feuchtigkeit, die du dir aufs Gesicht gepackt hast, eben einzuschließen. Und antistresstechnisch ist tatsächlich ein gutes Serum, also ist tatsächlich ein gutes Serum für diejenigen von euch, die eben nicht so viel sich aufs Gesicht packen möchten, die vielleicht das Gesicht waschen, vielleicht morgens nur mit Wasser, bei mir geht das überhaupt nicht, die das Gesicht waschen morgens, die vielleicht noch ein bisschen Feuchtigkeit auftragen möchten, das und dann danach eben die Sonnencreme. Da ist das, glaube ich, eine ganz gute Routine und sehr minimal und ich mache das auch recht minimal, wenn ich das eben verwende, weil mir halt einfach die Basis ein bisschen zu schwer ist. Und das ist so die Schwere von Konsistenz, womit ich halt echt beim Auftrag, das mag ich halt nicht so. Und das hängt halt einfach bei mir damit zusammen, dass ich halt eine fettige Haut habe und mit der Reinigung ja natürlich bewirken möchte, dass das Fett runtergeht. Aber wenn ich halt solche Konsistenzen auftrage, ist es für mich dann immer so ein bisschen wie vorher, ne? Also das fühlt sich für mich nicht gut an. Tatsächlich ist das Serum hier so ein bisschen mit dem Liquid Hydrator vergleichbar, wobei der Liquid Hydrator eher auf das Thema Feuchtigkeit abzielt, aber eben auch Ectoin-Intus hat und das finden wir hier auch, Panthenol etc. Also es ist gerade ein wunderbares Serum, wenn ihr irgendwie Hautrötungen habt, ein bisschen gereizte Haut habt oder gerade vom Stress, das kennen wir alle und das ist bei mir auch so, die Haut hat einfach dementsprechend rumzickt. Und da ist das, glaube ich, wirklich ein richtiges Produkt. Das ist halt ein richtig großer Oschi. Ich finde, das Serum ist halt mit 30 ml ganz schön groß. Ich, für meinen Teil, würde es mir nicht nachkaufen. Aber
Und ich muss das halt wirklich so an euch weitergeben, wie es halt tatsächlich ist. Es ist ein wunderbares Serum, was eben auch was verspricht und was kann. Es hat Inhaltsstoffe. Die Drogerie steht voller Produkte, die einfach nichts taugen, wo die überparfümiert sind, wo Alkohol enthalten ist. Da ist man um jedes Produkt, was irgendwie in die richtige Richtung geht, echt dankbar. Und wir sind von den Hauttypen halt einfach alle anders. Und jemand, der eher eine trockene Haut hat, wird dieses Produkt tatsächlich lieben, weil das halt einfach ein bisschen mehr pflegt. Für mich ist es halt einfach nur am Abend ideal. Ich habe jetzt morgens immer Schwierigkeiten gehabt. Versteht mich nicht falsch, wenn ich Produkte teste, dann muss ich sie morgens wie abends anwenden, um einfach was sagen zu können. Und ich werde es aber jetzt, durch das, dass ich das Video gemacht habe, wieder nur in den Abend reinpacken, weil für den Morgen ist es mir einfach zu fettig. Ich mag das nicht auf der Haut. Es zieht irgendwann schon ein, versteht mich da wirklich, wirklich nicht falsch. Ich habe da nicht den ganzen Tag irgendwie einen schmierigen Hautfilm auf dem Gesicht, das nicht. Aber ich mag es halt nicht. Ich bin dann eher so ein Typ, der einen Liquid Hydrator aufträgt und mit dem Liquid Hydrator halt wirklich zufrieden ist, ne? Und das kann das Produkt leider nicht. Das ist momentan runtergesetzt auf 3,99. Es kostet normalerweise 4,99, so viel ich weiß. Und ist ein Standardsortiment von Rossmann, was richtig gut ist. Also der Rossmann und besonders Isana hat das ein oder andere Schmankerl. Aber man muss halt wirklich genau hingucken. Und wenn du dich hier auf meinem Kanal umguckst, findest du eigentlich im Endeffekt vorgestellt eh alle Drogerieprodukte, die eben von den Inhaltsstoffen und von der Art und Weise, wie sie sind, gut sind. Die anderen lasst die Finger weg. Die sind entweder beduftet, haben zu viel Alkohol, haben eigentlich nur so Larifari-Inhaltsstoffe, die einfach nichts bringen und sind bunt und stehen schön im Regal. Und es sind vielleicht 10%, die halt richtig gut sind. Die sind aber inzwischen richtig gut, muss man sagen. Aber man muss halt ein bisschen Ahnung haben und ein bisschen näher hingucken. Und da ist das Produkt halt wirklich was für diejenigen von euch, die eher eine trockene Haut haben. Für die fettigeren Häutchen wie mich. Für einen Abend vielleicht, ne? Oder wer das halt wirklich mag, dass er seine Haut ein bisschen mehr schützt und wenn es jetzt kalt wird, dann muss man die Haut ein bisschen mehr schützen. Das ist halt echt eine gute Grundlage vor der Sonnencreme. Denn so ganz so fettig wie eine Creme ist sie nicht. Aber ich habe halt eben auch Tagescremes oder besonders halt Allgemeincremes hier stehen, die von ihrer Art und Weise nicht ganz so reichhaltig sind wie dieses Serum hier. Und deswegen werde ich es mir aus dem Grund halt nicht mehr nachkaufen. Aber von den Inhaltsstoffen, probier es aus. Ich sag eh, bei jeder Geschichte, die ich hier vorstelle, probier es aus. Bei unserer Haut reichen schon Nuancen und ein Produkt funktioniert oder funktioniert nicht. Und hier haben wir eben ein Produkt, was für mich nicht funktioniert. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Es gibt morgen noch das letzte Video, also das Finale. Ich sage danke fürs Einschalten. Du guckst unter dem i, da findest du alle Videos der Videowoche plus ein paar andere Videos, die ich dir drunter einfach verlinkt habe. Ich sage danke fürs Einschalten und ich würde ein letztes Mal sagen, bis morgen. Tschüss.